Hallo und herzlich willkommen in Reading, der Bergbaustadt, die anscheinend ein ziemliches Chat-Problem hat. Sehr viel drogenabhängige, chatsüchtige Bergbauer. Und das bekommt der Stadt anscheinend nicht sehr gut. Jetzt schauen wir uns hier oben noch in dem Bezirk an. Was haben wir hier? Ich weiß es nicht genau, was wir hier haben. Da oben ist ein Friedhof. Mine. Ha. Und wer seid ihr? Farmer aus Reading. Sulik will anscheinend die Brahmen befreien. Hat ein Herz für Tiere. Schauen wir mal hier in die Farm. In die Mine, wollte ich sagen. Okay, hier sind Betten und ein paar Arbeiter anscheinend. Wir wollen hier keinen Ärger. Ich auch nicht. Keine Sorge. Oh, wir sind hier direkt in einem Maulwurfsrattennest gelandet anscheinend. Die haben anscheinend ein ganz schönes Maulwurfsrattenproblem, oder? Kann das sein? Oh, guck mal, was wir hier haben. Ein Vanamingo. Das sind bizarre Kreaturen. Gibt's in keinem anderen Fallout-Teil. Sehr einzigartige, bizarre Bestien. Sieht wirklich sehr erfreut über den unerwarteten Besuch aus. Aha, nicht sehr erfreut natürlich. Keine Ahnung, sind die Maulwurfsratten hier überhaupt böse? Ah ja, anscheinend. Ich war mir gerade nicht sicher, weil die irgendwie nicht so als Gegner angezeigt wurden. Aber gut. Warum nimmt denn Sulik seinen Vorschlaghammer? Naja, darf er ja, aber mich wundert's nur. Wollen wir uns mit diesen Vanamingos anlegen? Ich glaube ehrlich gesagt, die sind krass. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich meine, mit den Maulwurfsratten werden wir ja ganz gut fertig hier. Aber so ein Vanamingo ist, glaube ich, ein ganz anderes Kaliber und dann noch zwei davon. Aber ich würde schon gern. Ich würde ja schon gern sehen, was die drauf haben, die Dinger. Ich beende mal den Zug einfach. Ich lasse meine Begleiter die mal noch fertig machen. Na komm, Begleiter, das kriegt ihr schon hin. Da muss ich nicht helfen, oder? Sehr schön. Aber dann können wir jetzt den Kampf hier beenden, glaube ich. Genau. Und dann werde ich jetzt hier mal speichern. Unter Kampf, glaube ich. Was weiß denn ich? So. Und jetzt gehen wir mal runter zu den beiden Vanamingos da. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Ich warte ein bisschen auf die Gang. Kommt alle her. Kommt her, Gang. Oh, oh, es geht schon los. Da haben sie mich schon gesehen. Ich warte mal eine Runde, dass meine Begleiter nachkommen und die ein bisschen herkommen. Widerliche Viecher. Ja, da hat sie recht wegzulaufen. An den Augen? Fragezeichen. Weil die Dinger haben keine Augen. Aber ich versuch's mal. Schwer zu treffen, die nicht vorhandenen Augen. Ohne Schaden an den Augen getroffen. Ich werde mit 12 Schaden zu Boden geworfen. 24 Schaden. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst. Jetzt. Ich habe auch Angst. Ich habe die ohne Schaden getroffen. Ich meine, ich habe nur so einen popligen Speer. Ich bräuchte jetzt echt mal eine Energiewaffe. Aber bis dahin muss der Speer halt irgendwie noch halten. Auch mit dem Hammer ohne Schaden getroffen. Ich werde durch den Raum geworfen von den Dingern. Begleiter, helft mir doch mal irgendwie. Kann mal irgendwer herkommen und mir helfen. Irgendwie kämpfen nur Sulik und ich, habe ich das Gefühl, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht, warum die anderen nichts machen.
Ich glaube, da ist tatsächlich gerade irgendwas kaputt, oder? Ah, jetzt schießt jemand. Ohne Schaden getroffen. Oh, die kriegen kaum Schaden, die Dinger. Wir müssen hier raus, Leute. Lauft! Ah, der ist nur umgefallen, nicht tot. Ich hab's mir schon gedacht. So leicht kriegen wir die nicht down, glaube ich. Ich laufe mal weiter Richtung Leiter. Ha, das reimt sich. Insofern muss es gut sein. Na, die halten einfach was aus, diese Viecher. Diese kleinen armlosen, augenlosen Alien-Dinger. Er geht zu Boden. Aber er lebt noch. Alles gut. Lasst uns hier verschwinden. Ich weiß nicht, ob ich es die Runde noch schaffe. Nee, müssen wir eine Runde noch durchhalten, bitte, Leute. Vic wurde getötet. Ach, verdammt. Na gut. Das lassen wir natürlich nicht passieren. Vic lassen wir natürlich nicht sterben. Um Himmels Willen, wo kommen wir denn dahin? Nein, wir legen uns einfach gar nicht erst mit denen an. Das ist, glaube ich, die bessere Idee. Die sind einfach zu krass. Ich weiß jetzt auch, was der Sheriff meinte, als er gesagt hat, wir sollen in ein paar Level wiederkommen. Ich schaue mal nach oben in den Saloon, der irgendwie ein Bestattungsinstitut ist oder so. Wie jetzt? Bist du jetzt ein Saloon oder ein Bestattungsinstitut? Das hier ist kein Horror-Kabinett. Das Ding bleibt nicht hier drin. Die haben echt alle was gegen meinen Ghoul-Begleiter. Hallo, ich bin Marge. Marge Le Borg. Cooler Name. Und mir gehört diese Mine. Hast du schon mal was von einem Garten-Eden-Erstellungskit gehört? Ein Garten-Eden-Erstellungskit, was? Der Name macht was her. Wenn ich sowas hätte, würde ich sicher nicht in der Erde herumbuddeln, um über die Runden zu kommen, oder? Ich glaube nicht. Lass mich nochmal was anderes fragen. Bist du aus Redding? Himmel, nein. Ich bin oben im Norden geboren, an einem See, am Le Borg-See, um genau zu sein. Davon habe ich noch nie gehört. Lass mich noch was fragen. Weißt du vielleicht irgendwelche Jobs? Na, Gerüchte gibt's immer. Aber ich hätte da was für dich zu tun. Mhm. Was denn? Ich habe unter meiner Mine so ein riesiges altes Grabmaschinengerät gefunden. Das Problem ist nur, dass der Steuerchip dafür nicht mehr funktioniert. Ich brauche einen neuen, um meine Produktion zu erhöhen. Das ist interessant, aber wozu brauchst du einen? Die große Warnamingo-Mine im Westen der Stadt sollte noch eine große Ausgrabungsmaschine haben. Das ist schon eine ganze Weile verlassen. Also nehme ich an, dass in der Maschine dort ein Chip steckt, der noch in Ordnung ist. Hört sich ja ganz einfach an. Warum gehst du nicht selbst? Ganz so einfach ist es nicht. In der großen Warnamingo-Mine spukt es nämlich. Wer dort hineingeht, kommt nicht mehr zurück. Deswegen wurde sie ja geschlossen. War mal ein florierender Laden. Jetzt aber nicht mehr. Du willst also, dass ich diesen Grabungschip aus einer Mine hole? Und was ist dir das wert? $1000 gebe ich dir für den Chip. McCrew drüben in der Morningstar würde dir wahrscheinlich dieselbe Summe geben, aber er unterstützt die blöden Urino-Schläger. Ich kann diese gewalttätigen Idioten nicht ausstehen. Also nimm lieber mein Geld, okay? Wir werden sehen. Eins muss ich aber zugeben, das Geld ist gut. Die Mine muss ja ganz schön gefährlich sein.
Tja, es ist nicht gerade ein Kindergarten, Schätzchen, aber du siehst aus wie jemand, der auf sich aufpassen kann. Ich weiß, du bringst mir den Chip und du kannst bares Geld dafür kriegen. Interesse? Ich bin dabei. Spitze! Je eher du mir den Chip bringst, desto besser. Auf Wiedersehen. Jetzt muss ich mal kurz nochmal eine Runde mit meinen Begleitern reden. Denn es wäre doch witzig, wenn jetzt zufällig dieser Chip, den ich geklaut habe. Es kann auch sein, dass ich den in den Kofferraum gelegt habe, oder? Dieser Steuerchip. Ich habe doch einen Steuerchip in der Vault geklaut. In Vault City. Wäre doch witzig, wenn der funktionieren würde, oder? Aber wer hat den? Vielleicht ist er eben im Kofferraum, das kann ich mir gut vorstellen. Oder Vic hat ihn. Ich glaube, entweder muss ihn Vic haben oder er ist im Kofferraum. Ja, vielleicht auch Cassidy, ich weiß es nicht. Schauen wir mal durch, schnell alle. Ist ja gleich passiert. Aha, du hast ihn. Dann gib mir den mal. Mal schauen, ob der funktioniert. Es wäre echt lustig. Es wäre echt cool. Mal schauen. So. Wenn ich ihn hätte, wärst du der Erste, der es wüsste. Na gut, dann wohl nicht. Dann funktioniert es wohl nicht. Gut, gut, gut. Halt, da drüben ist noch ein größeres Gebäude. Eine Halle. Schauen wir da mal rein. Okay, hier ist irgendeine Erzweiterverarbeitungsmaschine, Gerät oder so. Keine Ahnung. Wir können leider nicht über diese Zone hier Reading verlassen. Wir müssen auf die grüne Zone unten, weil da unten parkt unser Auto. Ich glaube, nach Reading kommen wir später nochmal. Ich glaube, Reading ist noch nicht unser Kaliber. Ich glaube, Reading ist ein bisschen zu krass. Also diese Wanamingos da unten haben uns einfach nur zerstückelt. Wir hatten echt keine Chance. Wir haben denen kaum Schaden gemacht. Die uns dafür umso mehr. Aber wir wollten doch eigentlich sowieso zu Vault 15. Also, mein Gott, Hilfe, das scrollt ganz schön viel. Vault 15, wir kommen! Yeah. Ich wusste nicht, dass Vault 15 so weit unten liegt. Stopp! Unbekannt. Schauen wir mal, was das ist. Halte bloß die Augen auf. Die Einwohner hier sind nicht allzu freundlich. Okay. Sind wir etwa schon wieder in so einer kriminellen Kackstadt gelandet? Wo sind wir denn hier? Willkommen in New Reno. Oh, wir sind in New Reno. Die Metropole der Kriminalität hier in dieser Welt. Mit New Reno macht man keine Scherze. In New Reno gibt es viel zu tun, viel zu erleben und viel Shit. Ich glaube, nach New Reno wollen wir gerade auch nicht, ehrlich gesagt. Ich würde eher mal nach Broken Hills rüberschauen, wenn wir schon da sind. Liegt auf dem Weg nach Bunker 15. Schauen wir mal bei Broken Hills vorbei. Mal schauen, was wir da finden. Zufallsbegegnung. Oh oh, eine Gang. Ich speichere mal. Die haben irgendwas Krasses in der Hand. Ich hätte das gern, was ihr da habt. Darf ich mal den Kampf eröffnen? Ah, ich hätte vorher vielleicht... Ich habe keine Granate, oder? Schade. Jetzt mit einer Granate gleich mal anfangen, das wäre gut. Was war denn das jetzt bitte? Die sagen raus aus unserem Gebiet und eröffnen den Kampf neu. Hey, aber in dem Fall war es gut für mich, weil ich jetzt zuhauen darf. Jawohl, und ich kann die mit dem Flammenwerfer, glaube ich, war es, gleich mal umwerfen. Das ist jetzt natürlich ein Glücksfall für uns. Oh, aber die haben ganz anderes krasses Zeug. Hey, eine weniger. Und von uns leben momentan noch alle. Ich mehr oder weniger. Zwei tot. Ihr schafft das, Leute. Ich glaube an euch. Na kommt schon. Ich fieber gerade so mit. Anscheinend hat er keine Munition mehr.
Na komm schon. Yeah. Leute, ihr seid echt ziemlich cool. Inzwischen sind wir echt cool geworden. Das habt ihr jetzt echt gut gemacht. Wir hatten auch ein bisschen Glück natürlich. Wir haben hier tatsächlich einen Flammenwerfer, aber natürlich keine einzige Brennstoffzelle. Obwohl die Gute nicht mal ansatzweise geschossen hat. Und ich habe die ganzen Brennstoffzellen verkauft fürs Auto. Naja. Schade, schade, sonst hätten wir jetzt einen Flammenwerfer. Oh, was haben wir denn hier? Die 223er Pistole, leider auch ohne Munition. Aber ein paar schöne Stücke haben wir hier gefunden. Naja, gut. Straßengang, du hättest dich lieber nicht mit uns anlegen sollen. Wir sind jetzt hier die Kings in der Gegend. Weiter nach Broken Hills. Das ist jetzt unsere Hood, versteht ihr? Yeah, oh oh. Oh oh, da kommen schon die Nächsten. Die sehen auch nicht so aus, als wären die irgendwie auf Spaß aus. Also zumindest nicht auf unseren Spaß aus. Ein paar Stimpaks nehmen, dann geht das schon. Ich glaube, ich gehe mal hinters Zelt hier in Deckung. Au! Aha, er wechselt wieder auf Speer. Warum nicht? Nein, nicht Sulik erschießen. Ich glaube, Sulik ist echt verletzt. Der wird von einer mit einem Flammenwerfer verfolgt. Das ist nicht gut. Aber ich habe hier gerade meine eigenen Probleme. Verdammt nochmal. Wie kann man denn zweimal daneben stechen? Aus nächster Nähe. Ah, oh, Sulik ist tot. Na gut, müssen wir neu laden. Das ist nicht gut. Rösti, das hat auch wehgetan. Laden, 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 laden. Müssen wir nochmal looten. Looten, 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 looten. Aber ist okay, ich habe mich auch wieder an den Alles-Nehmen-Knopf erinnert. Dadurch geht das alles gleich wieder ein bisschen schneller. Man kann ja auch nochmal speichern. Warum denn nicht? Speichern wir jetzt nochmal, nachdem alles gelootet ist. Falls auf dem Weg nochmal irgendwie was sehr, sehr Blödes passiert. Auf nach Broken Hills. Wenn ich eine Energiewaffe hätte, Leute, eine Energiewaffe. Okay, ein Rudel Hunde ist mir, glaube ich, wesentlich lieber als ein Rudel Banditen. Gibt zwar keinen Loot, aber dafür gibt's Überleben und das ist wertvoll. Und Erfahrungspunkte gibt's auch. Na. Ich bin echt so wie eine Blume. So Blumenkranz aus Hunden um mich. Okay. Ja. So viele Hunde. So viele Hunde. So viele Hunde. Oh Gott, es ist herrlich. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Ha! Und... Ha! Ja, sag mal, der Hund hält was aus. Dieses Geräusch, oder? Dieses unendlich immer wiederkehrende Hundeangriffsgebellgeräusch. Ja, genau. Schießt du doch vielleicht Lenny in den Rücken. Wie wär's denn damit? So, jetzt schauen wir mal, ob wir diesen Hund endlich mal tot kriegen. Hey, tatsächlich geschafft. Okay, ich dachte schon, der ist unsterblich. Aber scheinbar nicht. Ich glaube, jetzt sind es nur noch zwei, wenn mich nicht alles täuscht. Und nur noch einer. Und wir haben es. Gut gemacht, Leute. Gut gemacht.
600 Erfahrungspunkte. Dafür war es ein echt leichter Kampf, würde ich sagen. Das hat sich gelohnt. Ich bin stolz auf euch. Wir sind so eine coole Riesengang. Wir sind so eine coole Gang. Wir sind so eine coole Gang. Wir sind Lenny und Vic und Cassidy und Bird Rider und Zulik und Maria. Und Lemmy. Nicht zu vergessen. Yeah. Speichern. Ich habe gesagt, speichern. Und jetzt versuchen wir es nochmal, nach Broken Hills zu kommen. Oh oh. Mein Geist berührt dich erneut aus dem Nichts, auserwähltes Wesen. Unsere Ernte ist schlecht. Unsere Reserven sind fast erschöpft. Komm mit dem Geg zu uns zurück. Dein Scheitern ist unser Untergang. Ich tue mein Bestes hier. Ich tue mein Bestes. Setz mich doch nicht so unter Druck. Broken Hills. Broken Hills habe ich als sehr angenehmes Plätzchen in Erinnerung. Wenig Kriminalität, ehrliche Arbeiter, ein Hort für alle möglichen. Wir haben hier Supermutanten, wir haben hier Ghule, wir haben hier Menschen, alle friedlich vereint unter einem echt coolen Bürgermeister namens Marcus, den wir noch kennenlernen werden. Ich würde fast sagen, hierbei handelt es sich wahrscheinlich um meine Lieblingsstadt. Mal schauen, ob sich das immer noch bewahrheitet, wenn wir die jetzt aufs Neue kennenlernen. Früher war es auf jeden Fall definitiv schon meine liebste, meine sympathischste Stadt. Hier werden wir, glaube ich, ein bisschen Zeit verbringen, auch wenn unser Schamane uns total unter Druck setzt. Aber was sollen wir denn machen? Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Heute machen wir mal pünktlich Schluss. Liken bitte nicht vergessen, das wäre ziemlich cool. Und in der nächsten Folge schauen wir uns mal in Broken Hills ein bisschen genauer um. Macht's gut, bis dann. Ciao.